So, es ist mittlerweile kurz vor 10. Um 9:30 hat der Gottesdienst angefangen in der Kirche in Friedenau zum guten Hirten. Ich habe im Internet gelesen, dass hier heute der Christi Himmelfahrt Gottesdienst ist, trotz Corona. In der Kirche war ich einmal, da war ein asiatischer Gottesdienst. Zumindest der Pfarrer oder viele Asiaten haben dort gepredigt. Und ja, fand das ganz cool. Mal gucken, ob ich mit dem Mundschutz jetzt reinkomme, ob das noch läuft hier. Die Kirche sieht schön aus, aber es war leider echt langweilig. Und hast mit der Maske nicht ausgehalten. Ich hab das jetzt nicht lange ausgehalten. Hier seht ihr nochmal die Kirche im Hintergrund. So mit der Maske kriegt da keine Luft. Und der Pfarrer war so monoton, einschläfernd, die quatscht so immer. Kann ich euch kurz mal den Text hier zeigen, damit ihr mal seht? Ja, sie ist Himmelfahrt halt. Himmel und Erde. Immer da kommt, dass die fröhlich wird. Grüßung, Jesus Christus ist mal ganz viel, zentrale Figur. Dann wird gesungen, aber man darf ja nicht singen jetzt in Corona-Zeit. Und auf der Rückseite geht es dann weiter. Das Lied, Predigtext. Der Friede namens Nabetan, hob die Hände auf und segnete sie. Und das geschah, als er segnete, schied er von ihnen vor auf den Himmel. Aber sie aber beteten ihn an und kehrten zurück nach Jerusalem mit großer Freude. Also das ist das an den Himmel gehört. So, dann soll man einen Brief schreiben, hieß dieses Vater unser am Ende. Ich habe es halt 2 Euro mal ein bisschen gespendet, weil die es schön fand, dass die überhaupt Gottesdienst gemacht haben in Corona. Und das ist wohl ja, ein Foto vor dem oder als der Shutdown eingemacht hat, alle Kirchen schließen mussten. Und jetzt soll man einen Brief schreiben an jemanden, den man schon lange nicht mehr gesehen hat. So als. Also, ich finde halt Gottesdienst immer eigentlich ganz schön, aber ich finde immer. Dieser Monolog vom Pfarrer finde ich immer so ein bisschen belastend und anstrengend. Ja, der quatscht eine Stunde lang, quatscht er uns voll. Ja, man kann nicht nachfragen. Wenn man das nicht versteht, ist halt so. Ja, es ist sowieso nicht unmodern. Es sind auch nur alte Opa, Omas da gewesen. Keine jungen Leute, die so einen Gottesdienst mitmachen. Also, wie gesagt, Hillsong finde ich zum Beispiel ein ganz gut moderner Gottesdienst mit schönen Musik und so. Da kommen Prenzlauer Berg auch viele junge Leute. Ich finde, ein Gottesdienst heutzutage muss echt komplett neu gemacht werden, damit man auch junge Leute zu kriegt. Boah, die rote Stellen nicht mehr sich stehen. Ich muss mal ins Bett wieder ein. Ja, also wenn die wollen, dass man junge Leute erreicht und zum Glauben an das Gute bewegt, dann muss man das radikal ändern. Irgendwas mit Streaming und weiß ich nicht, irgendwie mit Musik und nicht nur Monolog, sondern Diskussion, Dialog mit Melden und Rückfragen und weiß ich nicht was. So müsste ich ein moderner Gottesdienst, wo man auch wirklich mal konkret dem Pfarrer was fragen kann, was unklar ist. Ja, warum ist so viel Scheiße in der Welt? Ja, warum passieren so viele Straftaten und so was? Also, dass man da wirklich miteinander spricht, auch über persönliche Erfahrungen. Was hat man erlebt in seinem Leben? Ja, ich denke, das ist viel gehaltvoller, als wenn der Pfarrer nur eine Stunde lang quatscht. So, ist mittlerweile kurz nach 4:30. Ich habe gerade geduscht. Oh, ich sehe wieder aus, weil ich versuche den ganzen Tag zu schlafen. Ich bin ja so früh aufgestanden, habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Und irgendwie wollte ich heute eigentlich schön machen an dem Feiertag hier, Christi Himmelfahrt. Ich war ja in der Kirche auch, aber irgendwie fehlte mir sämtliche Motivation. Und zwar meinte er, ist da am Wannsee in seinem Lokal arbeiten. Und Freunde habe ich auch noch geschrieben, so Mario Hernandez hat mal angerufen, kurz mal gequatscht, der war auch arbeiten und so weiter. Ansonsten, Kormina hat wirklich Zeit. Mit Marina kannst du sich wieder nichts absprechen, ja, sie wollte erst zum Wannsee, dann wieder doch nicht. Dann ist sie losgedüst, wieder ohne Absprache, ich weiß nicht, wo sie ist, wann sie wiederkommt, einfach nur nervig. Miri hat auch ab und zu mal geschrieben, aber da ist auch immer alles so vage. Man weiß nie, was die jetzt nun vorhaben oder was die jetzt machen. Also ich will nicht zum Beispiel bis nach Spandau wieder fahren und dann ist da wieder eine Planänderung und wir müssen irgendwo sonst wo anders hin. Also ich möchte schon, wenn ich dann dahin fahre, auch irgendwie einen groben Plan haben. Naja, und deswegen habe ich einfach mich dazu entschlossen, lieber den Tag ein bisschen zu chillen, auch wenn es blöd ist. Feiertag, ich meine, ist ja eh meist dazu, außer ein paar Restaurants, Geld habe ich auch nicht. Also dann chillt mal lieber ein bisschen zu Hause, ruhe mich aus. Es tut auch mal ganz gut und da wir dabei sind, heute habe ich ja so 2 Filmanalysen gemacht, das macht mir einen Spaß da, die Sachen zusammenzuschneiden und so ein bisschen so also ein schönes Video halt einfach in der Timeline zu haben oder bei YouTube online zu haben, als Erinnerung auch, ja, für meine Follower, für meine Freunde. Und ich habe jetzt, also das erste Video war Brutal Mächtig, finde ich ganz gut, weil da geht es um das Thema so
Menschlichkeit, Liebe und wie es so wäre, wenn man zum Beispiel göttliche Kräfte hätte, ja, und wie die Menschen damit umgehen würden. Habe ich dazu meine Meinung gesagt. Zu Terminator habe ich jetzt, glaube ich, noch nicht richtige Analyse gemacht, aber so ein bisschen, glaube ich, letztens. Doch, habe ich, glaube ich, letztens. Da habe ich gerade gemacht schon. Dann heute, das nächste Ding habe ich gemacht. Muss kurz überlegen. Das ist gar nicht mehr. Ah, mein Lieblingsfilm. Cloud Atlas. Ja, habe ich lange Analyse zusammengeschnitten. Mir macht das richtig. Das ist einer wirklich meiner besten Filme. Und sag mal, Busan Mächtig geht ja um, sag mal, den Sinn des Lebens so ein bisschen und Liebe. Cloud Atlas auf jeden Fall auch. Ja, da geht es um Gerechtigkeit, Sklaverei beenden, Freiheit für die Menschen, Zukunft, Vergangenheit, ein guter Mensch sein, ein böser Mensch sein, was hat er für Folgen für die Menschen? Ja, das ist so das Thema von Cloud Atlas. Ja, und auch so, was passiert nach dem Tod? Ja, ist ja diese Frage bei Cloud Atlas. Reinkarnation. Ja, hat der Mensch eine Seele, ja oder nein? So. Und welcher Film fehlt jetzt hier noch? Von den Wachowski-Brüdern auch, die ja Cloud Atlas auch gemacht haben? Natürlich. Matrix. Matrix, alle drei Teile. Ah, ich habe sie mehrfach gesehen und ich habe ja auch schon in vielen Videos mal so meine Ansicht von der Matrix gesagt, wie krass ich das fände, wenn mir in der Zukunft wirklich so eine Matrix aufgebaut wird von den Maschinen. Und es könnte ja theoretisch sein, es gibt sogar immer einige Forscher, die sagen, dass es zu 50% eine Wahrscheinlichkeit von 50% besteht, dass wir aktuell unsere Welt eine computergenerierte Matrix ist. Wenn ihr, wie gesagt, mir nicht glaubt, dann googelt doch einfach mal, wie wahrscheinlich es ist, dass wir wirklich in einer Matrix leben. Könnt ihr alles hier nachlesen. Bank of America glaubt es bis zu 50%. Elon Musk glaubt das wohl auch. Dann gibt es auch aktuelle Beiträge bei YouTube. Haben einige Wissenschaftler gesagt, dass das sein könnte. Man weiß es nicht, so wie in den Filmen dargestellt. Und deswegen würde ich ganz kurz einfach nochmal für die, die da noch nicht so durchsteigen bei Matrix und meine Freundin vielleicht neu einschalten, nochmal ganz kurz einen Trailer. Und ein bisschen ein paar geile Szenen aus Matrix. 20 Jahre ist der Film jetzt schon her, als er uraufgeführt wurde. Und ja, seht einfach selber, sagt die Message ist, dass man als Sklave geboren ist in einer künstlichen Welt. Dream, Neo, that you were so sure was real. What if they were unable to wake from that dream? How would you know the difference? Jeder kennt wohl diese krassen Action-Szenen, inklusive der berühmten Zeitlupen-Action. Krasses Sehen auf jeden Fall und jetzt hier auch. Das versteht man natürlich nur, wenn man den Film komplett gesehen und verstanden hat. Erkläre ich gleich nochmal. Natürlich jetzt das Ende von den Matrix-Teilen so ein bisschen, also fast das Ende. Danach kommt der Endkampf gegen Mr. Smith. Und ja, ist natürlich jetzt, wer den Film gar nicht gesehen hat, versteht das jetzt nicht. Aber warum ich euch das eigentlich zeigen will und darüber mit euch reden will, ist, weil ich diese Zukunftsvision so interessant finde, was die Wachowski-Brüder die dort so darstellen. Ja, die Grundidee ist ja, dass in der Zukunft halt die Maschinen oder künstliche Intelligenz die Menschen versklaven, sie anschließen an Batterien. Und quasi diese künstliche Matrix-Welt erschaffen, die schlafen alle, die Menschen. Man sieht die so in Türmen, ihr könnt es ja mal, wenn der Neo da erwacht, das ist ja die Szene mit der Pille. Ich zeig's mal ganz kurz. Und da sieht man kurz die ganzen Türme, wie alle Menschen in so rote, sag mal, eierartige Flüssigkeiten lagern und träumen.
Die sind da angeschlossen und der Neo wird dort in dieser Szene befreit. Das Erwachen nennt sich das. Das ist kurz nachdem er jetzt die richtige Pille genommen hat, um die Wahrheit zu erfahren. Und für mich finde ich mit die beste Szene der Matrix-Filme. Ja, er wird jetzt sozusagen lokalisiert. Und er sieht selber halt. Kann, denke ich mal, seinen Augen nicht trauen. Ja, und das könnte eine mögliche Zukunft der Menschen sein. Hier werden halt ganz viele Dinge gezeigt bei Matrix. Wie gesagt, Kernidee dahinter ist, wie sieht die Zukunft der Menschen aus? Wir leben im Informationszeitalter, 2020 jetzt, wo ich lebe, meine Freunde, meine Familie lebe. Die Welt ist von Computern, vom iPhone, mit dem ich hier filme, gesteuert. Google, Apple, Siri, sie schreiben alles mit, sie wissen alle über uns, sie wissen es jetzt schon. Ja, auch keine Kinder mehr erzählen, wir sind sowieso überwacht. Überall sind Kameras. Jeder Mensch hat ein iPhone oder ein schönes Handy mit einer guten Kamera. Ja, sobald irgendwas passiert, ist sofort im Netz mit Video. Und die Frage ist jetzt mal 100 oder 200 Jahre in die Zukunft. Was passiert denn? Was passiert mit Maschinen, wenn man denen künstliche Intelligenz gibt, die, sag ich mal, exponentiell lernt und ja, selbstständig irgendwann ist? Ja, sie wird immer größer, immer stärker, immer mächtiger. Ich empfehle euch noch dieses Video hier bei YouTube euch mal anzugucken. Da geht es um unbemannte Drohnen, die völlig selbstständig Menschen angreifen. Gruselig und ja, passend zum Thema Krieg in der Zukunft gegen die Maschinen. Did you see that? Haben Sie das gesehen? Dieser kleine Knall reicht aus, um einen Schädel zu durchschlagen und das, was darin ist, zu zerstören. Als Geschwader können Sie in Gebäude... Und ja, es ist halt so, die Idee beim Matrix Center, was ich so spannend finde, ist, dass also in der Zukunft quasi ein richtiger Krieg ist. Ein Krieg gegen die Maschinen. Es gibt ein paar wenige Menschen, die sozusagen gegen die Maschinen kämpfen. Diese Rebellen oder weiß ich was, in dieser letzten Schlacht, in dieser letzten Untergrundstadt Zion. Zion ist, glaube ich, auch ein Name aus der Bibel. Taucht ja auf. Neo ist übrigens ein Anagramm für The One. Ja? Neo soll im Prinzip sozusagen so eine Art Jesus-Retter-Funktion bei Matrix darstellen, der die Welt rettet. Auch wieder ein guter Vergleich mit der Bibel. Und ja, was ich halt, wie gesagt, besonders spannend finde, ist so diese Idee, dass in der Zukunft irgendwas Schlimmes ja passieren könnte für die Menschen. Ja, sei es jetzt entweder passiert es so, könnte es zum Beispiel so wie bei Terminator sein, dass es da irgendwelche Cyborgs und Terminator halt die Menschen auslöschen, dass da schon irgendeine Scheiße ist mit Atombombe. Ja, es könnte hoffentlich so sein wie bei Cloud Atlas, dass sozusagen auch ein, sag ich mal, Untergang irgendwie ist, aber dann halt ein Neustart ist. Marina schreibt gerade. Oder es könnte halt so wie bei Matrix sein, dass die Menschen irgendwann weit in der Zukunft, 200, 300 Jahre von jetzt an, wenn wir im Jahr 2300 oder sonst was, auch nicht mehr leben, nur noch ganz wenige Menschen, und dann sind die halt gezüchtet. So wie wir das jetzt mit den Tieren machen, machen die das, Maschinen das quasi in der Zukunft mit den Menschen. Sie züchten sie irgendwie Eier. Man sieht das dann in der einen Szene da, wie die Eier da geholt werden von den Maschinen und wie so ein neugeborener Mensch da angeschlossen wird. Ja, und einzig und allein sozusagen den Maschinen als Batterie, Energiequelle dient.
Und ja, jetzt ist halt die Frage, was auch in dem Film thematisiert wird. Wenn man jetzt diese tolle Wahrheit nun weiß, dass da sozusagen unsere schöne Welt, die wir haben, mit Vögeln, mit Tieren, mit Natur, mit sauberer Luft, mit schönem Essen, wenn diese schöne Welt, sag ich mal, von Computern gesteuert ist und das eine wunderbare Traumwelt ist, in der wir leben und die gar nicht real ist, wäre das denn so schlimm? Wollen wir überhaupt in die Realität, dort in die Zukunft, wo die Maschinen die Weltherrschaft haben? Wo es ja nichts ordentlich zu essen gibt, wo die Sonne verdunkelt ist? Wo alles nur noch zerstört ist? Wollen wir da überhaupt hin? Also ich nicht. Da gibt es dann auch so eine Szene, wie so ein Typ, der mit dem Mr. Smith, glaube ich, redet, so ein Böser, und sagt, ich möchte zurück in die Matrix. Na, ich will nicht mehr diesen Schleim hier essen. Ich möchte ein gutes Steak essen. Ist mir scheißegal, ob ich das träume oder nicht. Oder ob das real ist oder nicht. Ich möchte zurück. Schließt mich wieder an. Geile Szene. Ja, warum quatsche ich mit euch darüber eigentlich so? Weil, ja, mich fesseln solche Filme, solche Science-Fiction-Filme und solche Zukunftsvisionen. Ich habe davon auch schon geträumt mal. Und wie gesagt, wenn man jetzt in dem Hier und Jetzt mal nach dem Sinn des Lebens googelt und mal versucht herauszufinden oder man eine Bibel liest oder sowas, dann findet man kaum ganz wenig Antworten nur. In der Bibel, wie ich jetzt schon erwähnt habe, steht da drin, du sollst immer an Jesus Christus glauben und dann, wenn du ein guter Mensch bist und ein gutes Herz hast, dann kannst du ewiges Leben erreichen. Aber wie das denn jetzt genau funktioniert, steht nicht drin. Ja, es wird auch keine genaue Erklärung haben, was genau passiert und wie das passiert und was passiert, wenn du dich kein guter Mensch bist, dann kommst du halt in eine Hölle oder was? Das steht auch nicht genau da. Ja, sondern immer nur so eine Warnung und ich möchte aber so, also unsere Generation oder gerade junge Leute, die mit dem Internet und Smartphones aufwachsen, die glauben keiner Bibel mehr. Die wollen alles nachforschen und überprüfen. Die wollen Beweise. Ja, vorher glauben die nicht. Deswegen geht auch keiner mehr so richtig in die Kirche, weil die nicht daran glauben, was dort gesagt wird. Die wollen Fakten. Die wollen eine technische Lösung oder Antwort haben. Ja, die glauben nicht an irgendwelche Zaubereien oder Lügengeschichten oder was irgendjemand behauptet oder so. Die wollen das sehen. Deswegen sage ich, was die Wachowski-Brüder dort grafisch, filmerisch auf die Kinoleinwand gebracht haben, ist einfach Wahnsinn. So hat sich erstmal auszudenken. Ja, und wenn ich an mein Leben jetzt mit meinen 35 Jahren mal zurückdenke, weil ich schon alles Krasses und Verrücktes erlebt habe, dass ich manchmal schon das Gefühl habe, ich lebe in einer Traumwelt. Sag so, wie es ist. In eine Welt, wo irgendeine höhere Macht die Geschehnisse ein bisschen lenkt, ein bisschen auf mich aufpasst und wo bestimmte Dinge, die ich erlebt habe, einfach, sag mal, modifiziert wurden. Ja, da wurde was verändert. Zu meinem Vorteil zum Beispiel. Ja, bestes Beispiel, und ich kann für euch viele Beispiele jetzt erzählen, würde aber das Video sprengen. Ja, ich war zum Beispiel mal an einer Ampel, wo ich im Auto, da war ich noch ganz jung, gerade 18, 19 oder so, stand mein Auto an der Ampel. Und ich habe an der Ampel gemerkt, hier passiert jetzt gleich irgendwas Schlimmes. Das hat ausgesehen, als wenn da irgendwie gerade alles in Zeitlupe abläuft. Das ist so ein Heubüschel oder sowas oder irgendein Grasbüschel ist über die Straße gegangen. Ich habe gespürt, als wenn da irgendwie irgendwas in der Luft liegt. Und das war der Tod oder sowas, glaube ich. Ja, da ist ein Auto dann mit dem Südländer viel zu schnell gefahren, ausgewichen und hat zwei Frauen totgefahren. Und ich habe das gesehen, wie der geblutet hat. Bin dann auch hin, da versucht erste Hilfe zu leisten. Die Polizei kam, alle drum und dran. Mein Ausweis abgeben, war Zeuge von dieser Tat. Also irgendwie hatte ich das Gefühl, dass da jetzt zwei Menschen sterben. Ich hatte eine Ahnung gehabt. Ich hatte eine Ahnung, dass genau irgendwas Schlimmes jetzt passiert. Ich weiß nicht, ob ihr auch sowas kennt, so ein Erlebnis in eurem Leben, dass ihr das, was ihr erlebt habt oder gesehen habt, komisch war oder ihr das Gefühl hattet, dass hier irgendwas nicht stimmt. Ja, was mich dann manchmal davon so, wo ich dann manchmal so die Idee habe, wenn wir dann halt in so einer Traumwelt leben, die ja noch nicht, sag ich mal,
gebaut ist. Sie ist ja noch nicht passiert. Wir sind ja noch nicht im Jahr 2300. Die kommt ja erst in der Zukunft. Ja, wie die Zukunft letztendlich aussieht. Oh, das ist meine Mama. Na du? Mach kurz einen Cut. Das ist meine Mama. Da ist sie. Sie hat ganz lecker Essen für mich gemacht und so. Bin ich immer dankbar. Und so weit vertragen wir uns ganz gut. Auch wenn immer ein Problem ist mit dem Geld, das tut mir auch leid. Ja, dass ich immer so viel Geld verballert habe oder direkt machen. Bin froh, dass meine Mama mich nicht rausschmeißt. Und noch für mich da ist. Ja, also soweit wisst ihr Bescheid. Geht's dir gut, Mama? Okay, also ich geh jetzt mal, wie ich sprengen. Ich drehe das Video irgendwo anders weiter. So, dann werde ich jetzt mal ein bisschen mit dem Changemobil wegfahren. Ich bin aus dem Fahren gekommen mit meinem Video mit Matrix. Wie sagen wir mal, die Quatsch habe gerade. Muss ich mal gucken bei iMovie. Ich fahre jetzt erstmal los, nochmal entweder zu Saya oder nach Spandau, Sumiri, irgendwas Schönes mache ich jetzt mal, oder ich fahre nach Alexanderplatz, keine Ahnung. Um das jetzt nochmal zu Ende zu fassen, über Matrix können wir ja nochmal gerne mehrere Videos drehen, aber Fazit, ich würde mir für eine Zukunft fast wünschen, dass sowas eh nicht eintritt wie die Matrix für die Menschen. Warum? Weil, das habe ich ja schon öfters mal gesagt, das wäre doch eine Möglichkeit für den lieben Gott oder wer auch immer hier an der Macht ist, den Menschen neues Leben zu schenken. Technisch. Ja, physikalisch erklärt, indem die Menschen da angeschlossen sind und in das Gehirn ein Traum projiziert wird, der so real ist, dass die Menschen das fühlen. Das ist im Prinzip so, man gibt ja auch noch dieser 200 Jahre, man ist auch ein toller Film, den kann ich im nächsten Video jetzt hier mal analysieren. Da ist es so, dass aus einem Cyborg innerhalb von 200 Jahren ein Mensch wird. Was ist das, Daddy? Wartet, wartet. Wow. Im Jahr 2005. Ich zeig euch gleich den Trailer weiter. Ich wollte euch noch mal sagen, was jetzt los ist. Jetzt ist nicht 19 Uhr schon oder so. Ich bin hier vom Changemobil jetzt mal spontan losgefahren zum Görlitzer Park. Dem Drogenhauptumschlagpunkt von Berlin. Jeder weiß es. Und ich wollte mal meinen Followern, meinen Freunden mal ein aktuelles Bild hier zeigen. Das ist immer noch der 21. Himmelfahrt, Vatertag 2020. Und gerade nochmal zu dem 200-Jahre-Mann, was jetzt gleich weitergeht, der Trailer. Der Film kam 2000 raus, also 20 Jahre auch schon wieder her, genauso wie Matrix. Und er ging davon aus, dass im Jahr 2005 schon so eine Cyborgs als Haushaltsgeräte den Menschen helfen. Also wir haben ja heutzutage auf alle möglichen technischen Geräte, aber so eine großen Cyborgs noch nicht. Wann kommen die denn mal? Wir haben schon 2020. Ich würde gerne so einen Enduro-Roboter haben. Hinten ist die Olauer Straße. Da war diese Gerhard-Hauptmann-Schule. Da habe ich als Erzieher in einem Flüchtlingsheim gearbeitet. Ich glaube 2015, 16 rum. Da war das noch ein Flüchtlingsheim mit der Flüchtlingskrise und ich weiß noch, dass ich mit den Flüchtlingskindern immer dann hier rübergegangen bin, auch zum Park, weil hier so ein Kinderbauernhof ist und auch so eine Art Fahrrad-Dingsbums, so ein Fahrrad-Lernschule für Kinder, mit dem Fahrrad gefahren und hier ist in dem Park auch noch ein Jugendclub. Ich weiß nicht mehr, wie der hieß, aber da waren wir dann auch da, war gemeinsames Kochen, da war Sport, Billard spielen, Kicker und so weiter, sowas liebe ich. Ja, deswegen, also dieser Park hier ist auch ein Zirkus, ist mega eigentlich im Herzen Berlins. Und es ist eigentlich eine Schande, dass hier 24 Stunden am Tag Hauptdrogenumschlagplatz ist. Und vor allen Dingen, dass das die Polizei auch und alle Welt und die Bildzeitung alle das wissen und man es trotzdem nicht verhindern kann. Egal, was die Polizei probiert hat, das können sie sich verhindern. So, es ist 18.26 Uhr, wunderschönes Wetter, 30 Grad. Der Görlitzer Park ist voll. Ich wurde jetzt auf dem Weg hierher bestimmt von 20 Drogendealern angesprochen. Die hier alle. Nein, das ist ein bisschen übertrieben, aber. Die sitzen halt hier an jeder Ecke. Guck mal, diese schönen, vor allen Dingen farbigen, die dort sitzen. Und fragen dann immer nach Haschisch oder so. Also erstmal, ob du wahrscheinlich hier Gras haben willst. Das ist so die gängigste Droge, die sie hier verkaufen. Aber du kannst sie auch halt wirklich kaufen. Ja, und der Park, wie gesagt, hier ist dieser Jugendclub. Den ich euch erzählt habe, das ist da. Und die Fahrradwerkstatt bin ich schon vorbei large gerade. Hier ist jetzt ein Fußballfeld. Da kann man Fußball spielen. Und wenn man da jetzt weitergeht, kommt so ein Tal. Ich zeige euch jetzt aber erst ganz kurz nochmal den Trailer weiter von der 200-Jahre-Mann, weil da haben wir ja eben gerade unterbrochen. Dann eine Familie. Tja, sieht so aus. Wird jeder Haushalt einen MDR 114 haben? Es schmeckt ausgezeichnet, Andy. Und jetzt springen. Nicht doch. Aus dem Fenster.
Es ist nur ein Haushaltsgerät. Und doch behandeln Sie es, als wäre es ein Mensch. Du bist einzigartig. Ich fühle mich dafür verantwortlich, dir zu helfen, alles zu werden, was du sein kannst. Erleben Sie die außergewöhnliche, 200 Jahre lange Verwandlung eines Roboters. Er lernt und entwickelt sich ständig weiter. Und wie er... Es ist nur eine äußerliche physische Verbesserung. ...ein normaler Mensch wird. Zentrales Nervensystem! Du kannst fühlen. Ein Experiment aus rein wissenschaftlichen Gründen? Gern. Küss mich. Es ist so, wie alle sagen. Der 200-Jahre-Mann. Sieh doch nur, was ich hier drücke. Ich bin jetzt bei diesem Tal hier angekommen. Ich meine, das schaut mal selber, was hier los ist. Traumhaft, Alter. So viele Menschen chillen einfach. Friedlich. Ja, ich war so ein bisschen auf Abstand geachtet, aber nicht wirklich. Also, manchmal eine von der anderen Seite eine Aufnahme. Da kann man auch mit dem Fahrrad schön rumfahren hier. Mega. Fahrbahn. Toll. Gucken wir mal, wie weit man zoomen kann hier. Okay, ich werde jetzt hier noch ein bisschen chillen. Ein bisschen meine Bionade austrinken. Ein bisschen den Sonnenuntergang hier gleich genießen. Da spazieren gehen, weil das geht noch richtig weit. Da kommen ganz viele Sportanlagen und Skaterparks. Ganz viel Grün kommt da noch. Und mal gucken, ich kann ein paar Leute mal interviewen hier wegen Corona und jetzt kommt, ich wurde ja vorhin unterbrochen, oder ich habe das Video unterbrochen, wo ich gerade über die Matrix gesagt habe. Ja, jetzt kommt sozusagen noch die Szene bei meinem Haus in Friedenau, wo ich noch das Ende jetzt sage, so wie was ich über die Matrix denke, warum ich das so eine schöne Idee finde, wenn in der Zukunft ja, für die Menschen ja, irgendwie so eine Traumwelt möglich wird am Ende des Lebens. Ja, das wäre für mich doch die so, dass aus ein Cyborg innerhalb von 200 Jahren ein Mensch wird. Und umgedreht könnte es ja sein, dass dann die Menschen halt da angeschlossen werden und dann träumen. Und das wäre dann halt so die Möglichkeit für den lieben Gott, dass ein Mensch, wenn er zum Beispiel ein gutes Leben geführt hat und ein gutes Herz hatte und sich nicht an Jesus geglaubt hat oder, sag ich mal, einfach ein gutes Herz gezeigt hat in seinem Leben, gute Dinge getan hat, dass er dann zum Beispiel in eine Matrix träumen darf, programmiert wird in sein Gehirn, die seinen Wünschen entspricht. Dann wacht er zum Beispiel in einer reichen Familie auf mit irgendwie einer riesen Villa irgendwo in Bel Air, in Los Angeles und hat ein geiles Leben. Irgendwo in einer Zeit, wo er gerne leben würde. Ja, Besicke. Jahr 2010 oder so. Versteht ihr das? Deswegen sage ich, so gruselig das auch bei Matrix gezeigt wird. Ich stelle mir dann immer so vor, wir könnten doch jetzt im Jahr 2020 in so einer geilen Traumwelt leben. Wo alles möglich ist. Ja? Wenn ich, wie gesagt, an mein Leben zurückdenke. Wie viel Glück ich ganz oft hatte. Wie oft ich hätte tot sein müssen. Bin von Klippen gesprungen. Ja? Von hohen Klippen irgendwo in Kuba, wenn ich im Urlaub runtersprung. Als kleiner Junge, schreibe ich noch ein Foto. Ja? Und was immer ich mir vorgenommen habe, ja, ob ich zum Beispiel mein Abitur nachholen wollte, ob ich eine Ausbildung zum Erzieher machen wollte, ob ich eine Firma gründen wollte mit Change.de, was doch immer. Es hat immer geklappt. Es fand sich immer eine Lösung. Ja, als wenn irgendwie für mein Leben irgendwas immer so programmiert wurde, dass ich am Ende dann glücklich bin. Versteht ihr, was ich meine? Ich habe manchmal halt nicht das Gefühl, dass das, was ich alles erlebt habe, Zufall gewesen ist. Ich hatte das Gefühl, dass mir da irgendwie, wer auch immer, mir mit meinem Leben ganz oft ein bisschen geholfen hat. Oder ich hatte einfach wahnsinnig Glück. Gut. Kurz nach dem Görlitzer Park habe ich mich dann noch mit Felix spontan getroffen und wir sind zum Café am Neuen See in den Tiergarten gegangen. Moin, das Szenewechsel für mein Tagebuch hier. Wunderschön, Café am Neuen See. Ach, alles voll mit Gästen. Felix ist auch da. Hallo Felix. Wunderschön. Ja? Tolle Location jetzt hier. Aber Felix jetzt hier. Besser wüsste, würde ich jetzt sagen, hier ist keine Corona-Krise. Ja, hier kannst du schön Boot fahren. Ja, es ist, als wenn überhaupt nichts wäre. Sie können den Shutdown abbrechen zum tausendsten Mal, aber auf mich hört da keiner. Ich werde das mal versuchen, mal Felix, seine Freundin, da. War echt noch ein cooler Abend, haben was getrunken, gequatscht miteinander und sind dann mit Auto nach Richtung Neukölln und dann nach Hause.
So, 21:43 Uhr, wir verlassen das hier heute. Sagt, haben heute kennengelernt, hatten auch 6 Euro zum Tanken dazu gegeben. Himmelfahrt endet hier, wunderschöne Kunde. Aber ich hab noch Glück auf. Traumpärchen, Sie heiraten ja, bald. Ja, wir heiraten bald. Sie freuen sich schon sehr. Ja, wunderbar. Also ich ja. Ich komme zur Hochzeit, ich komme auf jeden Fall zur Hochzeit. Ich bin dabei. Natürlich, ich drücke euch eingeladen. Und ja, Tagebuch erstmal cut.